Verzweifelt ihr auch manchmal, wenn ihr hört, dass 40.000 Leute auf Lesbos in Lagern leben müssen unter unwürdigen Bedingungen, weil die EU sie nicht einreisen lässt und gleichzeitig die deutsche Regierung 80.000 Erntehelfer ins Land lässt, damit wir weiter billigen Spargel haben? Oder, dass es immer noch Menschen gibt, die behaupten, es gibt keinen Klimawandel oder er läge in weiter Ferne, während Australien brennt, Afrika von Heuschreckenschwärmen heimgesucht wird und wir in Europa auf den dritten Hitzesommer warten? Und was sagt die Politik dazu? Wir brauchen mehr Wirtschaftswachstum. Denn nur so können wir den Armen helfen und die Umwelt retten. Ja, so ein Quatsch. Es ist Zeit für neue Ideen. Die sozialen und ökologischen Probleme hängen zusammen. Sie sind Teil unseres profit- und wachstumsorientierten Wirtschaftssystems. Das müssen wir überwinden. Wir brauchen ein System, das die Bedürfnisse aller befriedigt und die Lebensgrundlagen langfristig erhält. Denn nur meckern reicht nicht. Was wir brauchen, ist eine Vorstellung davon, wie eine gute Zukunft für alle aussieht. Eine Zukunft, die wir demokratisch gestalten. Genau. Und da sind wir im Konzeptwerk schon dran, mit unserem Projekt Zukunft für alle. In dem haben wir im letzten Jahr zusammen mit vielen anderen Zukunftswerkstätten durchgeführt und uns gefragt, wie wollen wir 2048 leben? Wie wohnen wir? Was essen wir? Wie bewegen wir uns fort? Und vor allem, wie kommen wir dahin? Die Ergebnisse fassen wir in einer Vision zusammen und führen sie dann weiter. Unter anderem bei unserem großen Kongress Zukunft für alle im August. Wir wollen also gemeinsam an der Zukunft für alle arbeiten. Und dazu gehört für uns soziale Gerechtigkeit und Teilhabe, ökologische Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und natürlich das gute Leben für alle. Das leben wir auch schon im Konzeptwerk. Wir arbeiten als Kollektiv basisdemokratisch. Das heißt, wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam im Konsens. Wir haben eine bedürfnisorientierte Bezahlung und eine kurze Vollzeit von 20 bis 30 Stunden. Und wir haben keine Chefin. Nee, die brauchen wir auch nicht. Aber was wir brauchen für unsere Arbeit ist eure Unterstützung. Wir sind der festen Überzeugung, unsere Arbeit ist notwendig. Wir arbeiten konsequent und immer weiter an einer gerechten und ökologischen Zukunft für alle. Wenn ihr das auch so seht wie wir, dann unterstützt uns mit einer monatlichen oder einmaligen Spende. Alle Infos findet ihr auf unserer Webseite. Dankeschön. Dankeschön.